Herrsching am Ammersee. 1996 wird die bayerische Idylle durch einen brutalen Mord getrübt. Das Opfer Josef E. gilt als völlig unbescholten. Warum wurde der 52-Jährige umgebracht? Die Polizei versucht, diese Frage mit Hilfe der ZDF-Fernsehfahndung Aktenzeichen XY ungelöst zu beantworten. Ralf Döbele ist Journalist und Autor. Für ihn ist das Verbrechen ein Beweis, dass Kriminalfälle oft überraschende Wendungen haben. Fast zwei Jahrzehnte lang suchte die Kripo Fürstenfeldbruck nach dem Motiv für den brutalen Mordanschlag. Alle möglichen Hypothesen standen im Raum und am Schluss war die Lösung dann doch eine ganz andere, als jeder gedacht hatte. Josef E. lebt mit seiner Ehefrau mitten in Herrsching. Das Verbrechen ereignet sich am Morgen des 8. Januar 1996. Eine Nachbarin von Josef E., die im gleichen Wohnhaus lebte, wurde zur wichtigsten Zeugin in diesem Fall. Sie war gerade in der Waschküche, als sie hörte, wie ein unbekannter Mann Josef E. an der Haustüre ansprach, namentlich ansprach. Die Frau rannte zurück in ihre Wohnung und sie blickte aus dem Fenster und sah, wie Josef E. leblos vor der Eingangstüre lag. Die Gerichtsmedizin stellte später fest, dass er von 4 Schüssen tödlich getroffen worden war. Die Polizei geht von einem geplanten Verbrechen aus, vielleicht sogar von einem Auftragsmord. Sie sucht im Leben von Josef E. nach einem Motiv für die grausame Tat am helllichten Tag. Hinter mir befindet sich die Bayerische Beamtenfachhochschule. Das war der Arbeitsplatz von Josef E. Er war hier in der Bibliothek tätig und er lebte mit seiner Ehefrau gemeinsam hier in Herrsching am Ammersee. Freunde und Kollegen beschrieben ihn als hilfsbereit und korrekt. Auch die Ehe zu seiner Frau war sehr gut. Niemand in Herrsching hat eine Vermutung, weshalb Josef E. einem solchen Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Die Ehefrau konnte sich das nicht erklären. Sie war überzeugt davon, dass es keine dunklen Flecken im Leben ihres Ehemanns gegeben hatte, keine Art von Doppelleben. Die einzige Auffälligkeit, die die Kripo herausfindet, etwa 3 Wochen vor dem Mord hatte Josef E. während der Arbeit einen Zusammenbruch. Für die Polizei war das recht auffällig, beziehungsweise dachten die Beamten, dass ihn möglicherweise irgendeine Art von Geheimnis so sehr belastet hat, dass es zu diesem Zusammenbruch beigetragen hat. Also vielleicht ein weiteres mögliches Indiz zu irgendeiner Art von Doppelleben. Was für ein Geheimnis könnte Josef E. gehabt haben? Die Kripo Fürstenfeldbruck war überzeugt davon, dass es eine persönliche Verbindung zwischen Opfer und Täter gegeben haben musste. Die Zeugin hatte gehört, dass der Täter Josef E. namentlich angesprochen hatte. Die große Frage war nun, welche Beziehung zwischen Josef E. und seinem Mörder existierte. Immerhin kann die Kripo durch Aussagen der einzigen Zeugin ein Phantombild des mutmaßlichen Mörders anfertigen lassen. Doch niemand in Josef E.'s Umfeld kennt diesen Mann. War es vielleicht doch ein Auftragsmörder? Dazu passte allerdings nicht, dass die Tat am Vormittag in einer belebten Wohngegend geschah. Und auch das Kaliber der Tatwaffe, eine Walther 65, passte eigentlich nicht zu einem Profikiller. Doch die Beamten am Ammersee gehen noch einer weiteren Spur nach. Die Polizei sah sich natürlich auch die Ehe von Josef E. genauer an. Auch die Ehefrau wurde genau unter die Lupe genommen. Es war auffällig, dass Josef E. eine Lebensversicherung abgeschlossen hatte, allerdings über in Anführungszeichen nur 15.000 Mark. Die wurde an die Ehefrau ausgezahlt. Somit gerät auch die Ehefrau von Josef E. kurzzeitig unter Verdacht. Schon bald wird aber klar, dass sie nicht an dem Geld aus der Lebensversicherung interessiert ist. Die Ehefrau selbst stellte diesen Betrag dann aber als Belohnung zur Verfügung zur Ermittlung der Täter. Letztendlich wurde also jede Art von Tatbeteiligung, was sie betrifft, ausgeschlossen. Die Kriminalpolizei lässt nichts unversucht, um den Mörder von Josef E. zu finden. Die Kripo Fürstenfeldbruck hat in diesem Fall wirklich alles Menschenmögliche unternommen. Man hat mehr als 1000 Personen überprüft, vor allem auch Personen aus dem Arbeitsumfeld von Josef E. Sein Stammtisch wurde überprüft. Die Hinweise und Vernehmungen füllten 30 Aktenordner und dennoch kam die Kripo letztendlich nicht weiter. 12 Jahre nach der Tat wendet sich die Kripo Fürstenfeldbruck an die ZDF-Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst. Die Ermittler wollen nichts unversucht lassen, hoffen, dass sich nach der langen Zeit noch neue Zeugen melden. Wir haben über das Motiv des Mörders eigentlich keine Erkenntnisse. Es könnte möglicherweise eine massive Eskalation, ein Streit zwischen dem Opfer und dem Täter
in kürzerer Zeit vor der Tat stattgefunden haben. In dem Filmbeitrag kam auch die Ehefrau von Josef E. zu Wort und verteidigte ihren Ehemann erneut. Also sie sagte erneut, es kann überhaupt nicht sein, dass er irgendeine Art von Doppelleben hatte. Die Möglichkeit bestand nicht. Sie glaubte nicht, dass darin ein Motiv für die Tat zu suchen war. Die Fernsehausstrahlung verhilft der Polizei nicht zum Durchbruch. Konkrete Hinweise auf den Mörder von Josef E. bleiben aus. Es sollte noch 5 Jahre dauern, bis der Fall schließlich geklärt wurde. Und dies geschah ausgerechnet durch den Täter selbst. Der Mörder von Josef E. befindet sich zu dieser Zeit aufgrund einer Schizophrenie in psychiatrischer Behandlung. Ausgerechnet seinem Psychiater gestand er, dass er Josef E. im Januar 1996 erschossen hatte an der Wohnungstür. Der Psychiater informierte daraufhin die Polizei. Doch was ist das Motiv für den kaltblütigen Mord? Der Verdächtige Klaus G. macht hierzu bei seinem Prozess vor dem Landgericht München II eine Aussage. Klaus G. war davon überzeugt, dass der damalige Polizeichef von Herrsching am Ammersee, Max E., der einen ähnlich klingenden Nachnamen hatte wie Josef E., dass der die Absicht hatte, ihn umzubringen. Er hatte nämlich eine Unterhaltung zwischen Max E. und einem anderen Polizisten gehört bei einem Besuch auf dem Polizeirevier. Und von dem Moment an war er davon überzeugt, dass Max E. der Mafia angehöre und dass er ihn deshalb umbringen möchte. Es ist der ähnlich klingende Nachname zum lokalen Polizeichef, der Josef E. ins Visier des Täters rückt. Im Gegensatz zum Polizeichef stand Josef E. im Telefonbuch mit der kompletten, vollständigen Adresse. Die Adresse vom Polizeichef war nicht im Telefonbuch und so verrutschte der Täter um eine Zeile im Telefonbuch und ging schließlich zur Adresse von Josef E., sprach ihn dort namentlich an und tötete ihn mit mehreren Schüssen. Damit ist auch klar, Josef E. war tatsächlich so unbescholten, wie er von all seinen Bekannten beschrieben wurde. Die Witwe von Josef E. war durch die Aufklärung fast 20 Jahre später natürlich unglaublich erleichtert. Es stellte sich heraus, dass sie die ganze Zeit recht gehabt hatte. Ihr Mann hatte sich nichts zu Schulden kommen lassen. Es gab kein Doppelleben, es gab keine geheime Verbindung zu irgendeinem Täter. Er war letztendlich einfach ein Zufallsopfer. Das Landgericht München II verurteilt Klaus G. im Oktober 2014 schließlich wegen des Mordes an Josef E. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Mord aus Heimtücke begangen worden war. Allerdings litt Klaus G. unter Schizophrenie. Deshalb hatte er die Tat nicht schuldhaft begangen und kam nicht ins Gefängnis, sondern wurde in eine Psychiatrie eingewiesen. Dort sollte dann in regelmäßigen Abständen überprüft werden, ob irgendwann die Möglichkeit einer Entlassung besteht. 18 Jahre dauerte es, bis der Mord an Josef E. aufgeklärt werden konnte. Ein Mord aufgrund von Wahnvorstellungen und eine tragische Verwechslung.